Ist der weiße Ausfluss bei der Frau unrein, also bricht es das Wudu? Das ist eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten. Ob dieser Ausfluss unrein ist, beziehungsweise ob er das Wudu bricht oder nicht, diese Ifrazat von der Frau. Und zum Beispiel unser Sheikh, Sheikh Mustafa, folgt der Meinung, dass es nicht das Wudu bricht, inshallah. Und das ist darum, weil dieses auch den Frauen zur Zeit des Propheten passiert ist, aber wir keinen religiösen Text dafür haben, dass dies das Wudu bricht. Ja?